Und die Stammzuseher unter euch werden schon sagen mal, hä? Ist es ein Kings? Die Kollegen 52 und die Mini-Hebebühne mussten etwas zusammenrücken und sogar die Lokomotive ist aufgeladen. Ein formschönes Stativ. Ist das nicht das schönste Stativ, das beste von und zu überhaupt? Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich begrüße euch hier im St. Atrio zum wunderbaren 21. Kindergram-Update. Ja, wer hätte das gedacht, dass es so weit kommt? Und die Stammzuseher unter euch werden schon sagen mal, hä? Ist es ein Kings? Irgendwas stimmt da nicht. Richtig, und dazu gleich mehr. Also was ist jetzt los mit diesen Aces und Kings? Ein wunderbarer Williams elektromechanischer Flipper. Also lange, lange, lange vor der Zeit von 1984, wo wir eigentlich da mit Space Shuttle da drüben beginnen, wurde dieses Gerät geschaffen. Schaut euch dieses wunderschöne Hinterglas bemalte Backglas an. Typische Williams-Züge, eckige Mädels. Und klare Farben. Ja, warum ist er hier? Ganz einfach. Immer wieder fragen Leute nach der Geschichte der Flipperautomaten und wie könnte man da ohne elektromechanischen Flippern durch? Unser Problem, wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Das Atrio ist voll. Ich habe schon überlegt, unten, wo eigentlich die Data East geplant sind, im Rübenkeller die Geschichte aufzubauen. Und habe dann gesagt, na, wenn ich das mache, dann kommt nie Data East. Und deshalb bleiben wir hier oben und ich habe mich entschieden, hier beim Stiegenaufgang, wo es gerade so ein Fleckerl noch gibt, geht sich gerade noch aus, dass man sich hier den Kopf nicht anhaut, eine Leiter zu legen und den Kopf von Aces und Kings zu stellen. Warum hier? Ganz einfach, hier kann man auch von hinten reinschauen und hinten habe ich extra keine Rückwand drauf gegeben, dass man sich das Innenleben eines EMs auch anschauen kann. Und wo ist der Body? Wo ist das Kabinett? Wo ist der Unterteil? Da schwenken wir einmal scharf nach links. Und dann seht ihr hier zwischen Grand Lizard und Motor Dome den wunderbaren Body. Das Gerät ist komplett und sollte theoretisch sogar spielbereit sein, wenn man es aufbaut. Das werden wir vielleicht in der übernächsten Ausbaustufe des alten Kindergrams mal machen. Allerdings habe ich das hier extra mal ohne Spielfeldscheibe hergegeben, damit man auch mal greifen kann, wie sich sowas anfühlt, wie sich die Gummis anfühlen, wie ein Schlagturm und so weiter. Das kann man sich hier anschauen. Ja, da ist noch was. Wenn es einen Williams EM gibt, muss es natürlich auch einen Belle EM geben. Deshalb haben wir Little Joe hier. Ein Gerät, das habe ich vor einigen Jahren gekauft und gar nicht mehr gewusst, dass ich es habe. Habe ich im Lager entdeckt und ebenfalls komplett steht hier ein Halbstockwerk tiefer über der Stiege, auch hinten geöffnet. Und dann kann man sich hier direkt die zwei Hersteller vergleichen, Williams und Belle. Kabinett? Ja, auch von diesem wunderbaren Gerät gibt es ein Kabinett. Das steht neben Karate Fight beim Notausgang. Das ist ein bisschen mitgenommener, kann man so sagen. Aber kein Problem. Kann man alles herrichten. Der gehört eigentlich nur geputzt. Neue Gummis rein und dann hätten wir schon wieder Spaß. Allerdings jetzt nicht mehr, denn jetzt steht er hier im Museum. Ein kleiner Abstecher in den Saal Klassik. Ihr hört den Regen plätschern, denn es ist Freitagabend und es regnet. Etwas Abkühlung im rostigen Städtchen. Die Kollegen 52 und die Mini-Hebebühne mussten etwas zusammenrücken und sogar die Lokomotive ist aufgeladen. Denn das nächste Model-Team ist dazugekommen und ich schäme mich jetzt, denn ich weiß die Nummer nicht. Ich glaube die 5560 oder so. Ein wunderbarer Allrad-Gelände-Kombinationswagen von und zu überhaupt. Ich werde ihn euch irgendwann mal in meinen regulären Videos zeigen. Jetzt steht er auf jeden Fall schon in der Vitrine, natürlich
höchst inoffiziell, denn ihr wisst, Model Team habe ich noch nicht beworben. Wobei, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, da fehlt nicht mehr viel. Also noch 6 Modelle, dann sind wir komplett mit den Model Teams. Vielleicht kommen die sogar heuer noch in die Bewerbung. Mal schauen. Und wir machen das bei der nächstjährigen Eröffnung. Zwischenzeitlich ist auch die Vitrine VZ00021 bestückt. Ja, die hat sich ja so ergeben, da war ursprünglich ein anderes Set eingelagert, das jetzt woanders hin übersiedelt ist, damit es chronologisch stimmt. Und hier haben sich jetzt die Sets eingeschlichen, die wir vor ein paar Tagen oder Wochen inzwischen sogar schon beim Lego-Katalog entdeckt haben. Ich glaube 1974 haben wir entdeckt, dass es da noch Züge gibt. Die Lego-Set Nummer 4-3 und die Lego-Set Nummer 8-3. Es sind zwar nur sehr kleine Zugmodelle, die da aus diesen Universalsets gebaut wurden, die auf der Verpackung sichtbar sind, aber in der Vitrine haben wir natürlich alles dazu. Das trifft sich ganz gut, denn die 8-3, verzeiht den Schatten, ist mit diesen wunderbaren Lego-Tragekisten. Die haben wir eh noch nicht gehabt. Das trifft sich wunderbar, dass wir die hier auch ausgestellt haben. Ich bin nicht so sicher, ob ich euch die Mine, die wunderbare 4204, schon gezeigt habe. Die gibt es jetzt seit 2 Wochen in der Vitrine. Aber ich glaube, ich habe sie euch noch verheimlicht. Im Zweifelsfall zeige ich es euch lieber nochmal. Hier die wunderbare Mine. Ein kleines Schienenfahrzeug fährt in den Berg mit Kran und Fräse. Und Riesen-LKW. Was will man mehr? Braucht ziemlich viel Platz mit Mühe und Not, dass wir es da in die Vitrine reingebracht haben. Deshalb sind auch 2 Weihnachtszüge nach nebenan übersiedelt. Zum Bahnhof. Sonst wäre sich das alles nicht ausgegangen. Katastrophe, sage ich euch. Katastrophe. Erinnert ihr euch noch an meinen Meißel? Das war ganz einsam in einer Vitrine. Ist es nicht mehr? Warum denn das? Ihr erinnert euch, die Vitrine hier herüben neben unserer Säule bei der ehemaligen Mauer, die VT48, hatte ja schon dieses wunderbare Lichtset eingebaut. Jetzt ist endlich die 557 dazugekommen. Das hat ein bisschen gedauert, denn ich habe diese 557, lichtmäßige Katastrophe, ich bitte vielmals um Verzeihung, zwar aus meinem Lager zusammengebaut, ihr seht, es fehlt noch der Aufziehmotor, der ist bereits bestellt bei einem netten Herrn aus Österreich, aber die Anleitung war nicht zu kriegen, deshalb habe ich die bei Kollegen in Amerika bestellt, damit ich diese wunderbaren Setteile hier aufbauen kann. Inzwischen weiß ich, dass die absolut baugleich mit der 550 ist, aber jetzt habe ich auch die Anleitung, auf der 557 draufsteht, damit ist die Dokumentation komplett. Genauso gehört das, was will man mehr? Habe ich gerade gefragt, was will man mehr? Man will die 924, ein Takta-Lehrer-Set. Besteht aus der 9612, darum steht das auch hier auf der Schachtel. Kombiniert mit einer Lehreranleitung, das kleine Wagenset. Auch wieder mit Schatten, so wie sich das gehört. Spannenderweise hier auf Niederländisch die Anleitung, denn andere Sprache habe ich nicht bekommen. Besser Niederländisch als gar nicht, oder? Damit sind wir zurück im Atrio und ich zeige euch unser formschönes Stativ. Ist das nicht das schönste, das beste von und zu überhaupt Stativ, das man je gesehen hat? Dieses Stativ geht morgen in den Außendienst, denn meine Frau gibt ein Konzert mit ihrer Gruppe Quadrophon. Aber zurück zum Thema. Wir sind noch nicht fertig im Atrio. Nein, denn hier war doch immer diese Wand so kahl beim Stiegenaufgang. Und heute hat sich ergeben, was wir da machen. Wir haben ein wunderbares Belly EM Motherboard. Das ist das Brettel, das unten im Flipperkörper drinnen ist, das praktisch die ganze Denkerei übernimmt. Hergeschraubt! Warum bei diesem wunderbaren Motherboard mit Core-Motor, kann ich euch mal näher erklären, der Trafo fehlt, erzähle ich euch gerne persönlich, wenn ihr mal vorbeikommt. Daneben sehen wir zum Vergleich ein Williams Motherboard. Genau dasselbe Thema, elektromechanische Williams Flipper haben ebenfalls so ein Hauptherz im Kabinett, das die ganze Denkerei übernimmt. Nächster Punkt daneben, der Early Electronic Belly. Also die
2518 Flippersteuerung von Belly wurde jahrelang verwendet und man sieht hier genau das Thema, warum sie alle sterben, die Bellys. Hier war ein Akku aufgelötet und im Laufe der Zeit gast der Akku aus und verätzt das komplette CPU oder MPU Board. Und das war's dann. Überbleibt das Lamp Driver Board, das Solenoid Driver Board, das Soundboard. Dieses Board, ja, Trafo-Platine, da müssen wir uns mal getrennt drüber unterhalten, da werden wir länger reden. So ist das im Eitel-Kindergraben. Wir haben zwar strikte Regeln für unsere Sammlung und Ziele, das heißt aber nicht, dass wir noch ein bisschen mehr zeigen, dass man so weiß, wo es lang geht, woher kommen wir und wohin geht's hin. Das sind die großen Themen unseres Lebens. An dieser Stelle herzlichen Dank an The Human Show on Earth. Der hat ja ein wunderbares Video über das eitle Kindergramm gemacht. Eigentlich könnte ich mir jetzt die Kindergramm-Updates total sparen. Aber ihr wisst ja, ich bin hartnäckig, ich bleib dabei, ich mache weiter. Schaut mal rüber zu ihm, ich habe euch den unten verlinkt. In diesem Sinne, bis später, bis dann. Entweder morgen hier im eitle Kindergramm oder morgen hier auf diesem YouTube-Kanal oder irgendwann... Irgendwo, sowieso!